Was fühlen und denken Männer bei einer Liebesaffäre? Vergleichen sie vielleicht die neue Geliebte mit eigener Partnerin? Gestehen sie sich selber, dass sie eigene Frau nicht mehr lieben? Oder denken sie sich vielleicht Folgendes: Ein bisschen Spaß muss auch sein im Leben. Und warum beginnt ein Mann eine Liebesaffäre? Die Antwort erfährst du heute in diesem Video. Danke, dass du wieder mit dabei bist. Bitte denk daran, meinen YouTube-Kanal jetzt zu abonnieren, damit du interessante Themen nicht mehr verpasst. Ich bin Lina Rostmeier, ein zertifizierter Transformationscoach und ein Liebescoach für Männer und für Frauen. Besuche auch meine Website und meinen Instagram- und Telegram-Kanal. Alle Links sind in der Beschreibung zu diesem Video. Seit kurzem hast du eine einmalige Möglichkeit, persönlich meinen Kanal zu unterstützen. Und zwar durch den einmaligen Kauf von einem Sticker. Wenn du auf das Zeichen Thanks unter diesem Video klickst, dann kannst du mich einmalig unterstützen durch den Kauf von einem Sticker im Wert von 2 Euro, 5 Euro, 9 Euro. Das, was meine Tipps und Tricks dir wert sind. Und danke an alle, die ihre Stickers mir schon geschickt haben. Was Männer bei einer Liebesaffäre wirklich denken und fühlen? Heute beantworte ich diese Frage. Von Beginn an möchte ich gleich sagen, dass eine Liebesaffäre für einen Mann etwas ganz anderes ist als für eine Frau. Bei Frauen sind hier Emotionen im Spiel. Wir fühlen, spüren alles tiefer, bunter, intensiver als Männer. Das bedeutet nicht, dass Männer gar nicht fühlen. Sie fühlen alles anders. Und deswegen ist es so, dass wenn eine Frau in ihrer Liebesbeziehung unglücklich ist, dann geht sie erst fremd. Dann beginnt sie eine Liebesaffäre. Wann geht ein Mann fremd? Wenn in der Beziehung alles funktioniert. Wenn er glücklich ist, wenn alles super rund läuft in der Liebesbeziehung. Warum? Weil es ihm langweilig wird. Denn Männer sind so programmiert, sie wollen Action, sie wollen etwas Neues, sie wollen etwas erfahren. Und wenn ein Mann nicht reif genug ist für ein Familienleben oder für eine Partnerschaft, wenn er nicht begreift, dass seine Partnerschaft mit Monogamie auch zu tun hat, ja, dann passieren solche Sachen wie Liebesaffären. Und ein Mann kann seine Partnerin lieben, schätzen, respektieren und trotzdem ihr fremdgehen. Für einen gebundenen Mann ist diese Liebesaffäre im Kontrast zum Familienalltag. Jeden Tag erlebt er mit seiner Partnerin dasselbe. Jeden Tag das Gleiche. Er sieht sie jeden Tag. Er weiß schon auswendig, wie sie riecht, wie sie sich bewegt, wie sie aussieht, was sie sagt. Sie ist nicht mehr neu für ihn. Und das langweilt ihn natürlich. Zu diesem Thema habe ich auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal Anatomie der Liebe. Ich werde das Video verlinken und dort erkläre ich, aus welchen Teilen die Liebe in einer Beziehung besteht und was sollte man tun, wenn diese Leidenschaft, Passion aus der Beziehung verschwindet. Auf jeden Fall ist es ein Kontrast zum Alltag. Das ist eine Art Fest. Wenn er mit der Affärenfrau zusammen ist, dann ist es ein prickelndes Erlebnis und etwas Neues. Er fühlt sich begehrt, er fühlt sich wieder jung, die Emotionen kommen hoch. Hoffentlich nicht nur die Emotionen, auch was anderes kommt hoch. Auf jeden Fall ist es ein besonderes Ereignis für einen Mann. Das ist eine Art Flucht aus dem Alltag, aus dem Familienleben, das so langweilig geworden ist. Und kurzfristig in der Zeit, als er diese Geliebte trifft, er legt den Alltag beiseite. Er schiebt den Alltag beiseite. Weg damit.
Ich lebe, ich genieße das Leben. Zu diesem Thema habe ich auch ein Video Fremdgehen aus anderen Perspektiven. Ich werde auch dieses Video verlinken, denn das ist ein sehr umstrittenes Thema. Ich betrachte dort die Tatsache Fremdgehen in eine Liebesbeziehung ganz anders als klassische Experten. Auf jeden Fall ist es eine Art Flucht aus dem Alltag. Mein russisches Telefon läutet. Ständig werde ich angerufen und irgendwie befragt zu verschiedenen Statistiken in Russland über Corona, über alle möglichen Sachen. Ich hebe nicht einmal ab. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Geliebte, sie bewundert ihn auch, wenn er ihr etwas schenkt. Sie freut sich. Wenn er sie ausführt in ein Restaurant, sie bedankt sich, sie freut sich. Das heißt, der Mann fühlt, dass diese Geliebte auch das Beisammensein mit ihm genießt. Dass sie auch etwas davon hat, dass sie sich freut, ihn zu sehen. Und wenn er ihr auch ein Geschenk macht, dann fühlt er, dass sie dankbar dafür ist. Im Gegensatz zu eigener Partnerin. Wenn eine eigene Partnerin Blumen schenkt, ja, danke schön, räumt sie die Blumen weg. Wenn er sie in ein Restaurant einlädt, vielleicht bedankt sie sich kurz, aber sie bewundert ihn nicht dafür. Sie macht ihm auch keine Komplimente. Sie sagt ihm nicht Nettes, denn Frauen werden auch faul mit der Zeit. Und verstehe nicht, dass Männer auch Bewunderung brauchen, dass sie auch Komplimente brauchen. Und man darf nicht zu 100% zu diesem Mann gehören. Das ist ein Trick. Warum ist diese Beziehung zu der Affärenfrau so prickelnd? Weil sie ihm noch nicht ganz gehört. Er muss sie auch erobern. Aber eigene Frau ist ja erobert schon. Sie sitzt da, sie wartet auf ihn. Sie geht nicht weg. Sie wird ihm wahrscheinlich auch nicht fremd gehen. Deswegen wird die eigene Frau nicht mehr so interessant und das Zusammensein mit ihr wird nicht mehr so prickelnd sein. Auf jeden Fall, in langjährigen Beziehungen geht der Reiz verloren, geht der Reiz der Sexualität auch verloren. Und du kannst nichts dagegen machen, es ist so. Das bedeutet nicht, dass der Mann eigene Partnerin nicht liebt. Er liebt sie vielleicht. Aber aus meiner Praxis, beruflichen Praxis, habe ich Folgendes erlebt, dass viele Männer, die verheiratet sind oder in längeren Liebesbeziehungen sich befinden, dass sie alle Frauen wollen sexuell. Sie sind sexuell so besorgt, das sind die schlimmsten von meinen Kunden, die verheiratet sind schon seit vielen, vielen Jahren. Sie sind bereit, mit jeder Frau zu schlafen, aber nicht mit eigener Frau. Warum verliert der Mann Interesse für eigene Frau, für eigene Partnerin? Weil er sie zu stark liebt. Das ist absurd, klingt absurd, aber es ist so. Er liebt sie, er respektiert sie, er schätzt sie, sie ist die Mutter seiner Kinder. Diese Partnerin von ihm ist zu einer vertrauten Person geworden. Sie ist zu einer verwandten Person geworden. Und mit einer Verwandten hat man keinen Sex. Stimmt das? Und so ist es. Das geschieht alles auf einer unbewussten Ebene. Und deswegen denkt sich der Mann, okay, meine Partnerin ist da, ich liebe sie, ich kümmere mich um sie, ich kümmere mich um die Familie, ich gebe mein Bestes, aber das Treffen mit der Geliebten, mit der Monika, die mir nicht zu 100% gehört, das ist ein besonderes Ereignis. Und es geht hier nicht nur um Sex, es geht um die Tatsache. Was tun, damit sowas nicht passiert? Bevor das passiert, empfehle ich dir, bei mir eine Coach-Sitzung zu nehmen oder zwei Coach-Sitzungen zu nehmen. Wir werden deine Situation, deine Beziehung analysieren
und zusammen mit dir eine Strategie ausarbeiten. Was kannst du tun, damit deine Partnerschaft, deine Liebesbeziehung bunt, interessant und aufregend bleibt, auch nach vielen, vielen Jahren des Zusammenlebens. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir dein Like da, leite dieses Video an deine Freunde weiter. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund!